Servus Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Im letzten Video waren wir ja in einem sehr außergewöhnlichen Biotop unterwegs, im Kornfeld. Und dort habe ich diese coole Amphibienart auch gefunden, nämlich die Kreuzkröte. Für alle, die es verpasst haben, ich verlinke euch das Video unten in der Videobeschreibung. Aber heute zeige ich euch, wie sie eigentlich wirklich leben. Das ist auch ein, also für sie typischer Lebensraum, aber insgesamt ist es doch ein sehr besonderer Lebensraum. Und dort gehen wir jetzt gemeinsam hin, dann werdet ihr sehen, wie cool die Tiere eigentlich hier leben. Alter Schwede, alles voller Schnaken, aber hier sind wir auf jeden Fall gerade vor dem Übungsgelände der Bundeswehr, also das da hinten. Dort seht ihr auch das Schild dazu. Und dieser Truppenplatz ist zu einem idealen Lebensraum für die Kreuzkröten geworden. Dort hinten führt der Weg erstmal durch den Wald und dann kommt man dorthin. Es ist ein in Deutschland sehr untypischer Lebensraum, nämlich die Binnendünen. Und normalerweise müsst ihr natürlich bedenken, hier darf man nicht einfach so reinspazieren, weil es ein für die Bundeswehr reservierter Übungsplatz ist. Wir haben hier natürlich die Genehmigung und es ist auch gut so. An der Stelle auch ein Dankeschön an die Bundeswehr, dass wir es machen dürfen. Jetzt zeigen wir euch die Tiere. Der Lebensraum, zu dem wir jetzt gerade hingehen, ist für die Kreuzkröte zwar typisch, aber trotzdem in Deutschland insgesamt sehr selten und auch etwas sehr Besonderes. Und das Coole ist, dass dort noch zwei andere Arten leben, die super selten sind und sich auch toll an diesen Lebensraum angepasst haben. Ich hoffe so sehr, dass ich sie auch finden werde, weil dann kann ich die euch gleich mitzeigen. Dadurch, dass die Bundeswehr das Gelände regelmäßig mit schwerem Gerät befährt, wird das Gelände offen gehalten und der Boden in den Senken wird verdichtet, sodass sich Wasserlachen länger halten. Der Übungsbetrieb ist also aus ökologischer Sicht total wichtig und wo er wegfällt, verbuscht das Gelände sehr schnell und die wertvollen Offenbiotope verschwinden. In solchen Lebensräumen kommt die Kreuzkröte am liebsten vor. Offenes, warmes Gelände mit lockerem, sandigem Boden. Dort gibt es nur spärliche Vegetation und das gilt auch für die Kleingewässer, in denen die Art ableicht. Die entstehen nämlich in der Regel nach heftigen Regenfällen. Dann muss sich die Kreuzkröte als sogenannter Spontan- oder Explosivleicher beeilen, denn solche Mini-Tümpel und Pfützen trocknen natürlich rasch wieder aus. Die Männchen rufen deshalb sehr laut, um Weibchen auch von weit her anzulocken. Die Laichschnüre sind ein- oder zweireihig, können bis zu 2 Meter lang werden und einige hundert, aber auch 2000 bis 4000 Eier enthalten. Die ganze Entwicklung muss sehr schnell ablaufen, unter idealen Bedingungen in weniger als 3 Wochen. Warum? Weil die Kleingewässer ja schon bald wieder austrocknen. Deshalb vertrocknen auch sehr viele Larven, bevor sie es überhaupt zur Metamorphose geschafft haben. Aber bei der riesigen Anzahl der Kaulquappen genügt es für den Bestand, wenn hier und da ein Gewässer so lange bestehen bleibt, bis die Kleinen an Land gehen. Sie fressen dann am Anfang winzige Tierchen wie Milben oder auch gerne Ameisen. Nach etwa 2 Jahren sind die Kröten dann geschlechtsreif. Ganz typisch sind die kurzen Beine, mit denen die Kreuzkröte nur selten hüpft, sondern eher dahin wuselt wie eine kleine Maus. Solche Lebensräume sind natürlich total wichtig für unzählige andere Arten. Von der Zauneidechse über die Barrenringelnatter bis zu spezialisierten Insekten wie bedrohten Heuschreckenarten oder Sandlaufkäfern. Und natürlich nicht zu vergessen, 2 unglaublich faszinierende Arten, nämlich Urzeitkrebse. Hier kommen nämlich auch Triops cancriformis und Branchippus schäferi vor, also der Sommerschildkrebs und der Sommerfeenkrebs. Die wollte ich euch natürlich unbedingt auch mal gezeigt haben. Leute, bevor es hier jetzt mit dem Video weitergeht, natürlich nicht vergessen, unseren Kanal zu abonnieren, das Video zu liken, die Glocke natürlich zu aktivieren, damit ihr nicht irgendwelche Videos von uns verpassen werdet. Jetzt geht's weiter. Der nächste Biotop, zu dem wir jetzt gehen,
ist auch nicht ohne weiteres einfach so zu betreten. Er ist sogar richtig abgeschlossen, zwar aus Naturschutzgründen. Aber Frau Dr. Sandra Panienka hat uns dazu Zutritt verschafft. So, Dankeschön an Sie. Sie arbeitet bei der unteren Naturschutzbehörde von Heidelberg. Und dort, wo wir jetzt hingehen, das ist so eine Kiesgrube. Es hat schon so eine Lost Place-Eigenschaft, so dieses Feeling. Es wird richtig krass. Auch hier seht ihr wieder, was für die Kreuzkröte wichtig ist. Offenes Gelände, auf dem sich nach Regenfällen Larven bilden können. Hier haben wir die Kreuzkröte zum Beispiel unter absichtlich ausgelegten Versteckmöglichkeiten gefunden. Hier leben natürlich aber auch ganz viele andere Arten, zum Beispiel Bergmolche. Insgesamt kommt die Kreuzkröte von Spanien über Mitteleuropa bis Nordosteuropa vor. Aber die typischen offenen Lebensräume, die die Kreuzkröte normalerweise braucht, sind bei uns sehr, sehr selten geworden. Deshalb gilt die Art nach der Roten Liste in Deutschland und der Schweiz als stark gefährdet. In Österreich ist sie sogar schon vom Aussterben bedroht. Sie ist daher streng geschützt und eigentlich dürfen ihre bekannten Lebensräume nicht beeinträchtigt oder zerstört werden. Wie man aktiv dieser Art helfen kann, das zeigt euch jetzt Frau Dr. Sandra Panienka. Und zwar bei einem künstlich angelegten Biotop. Leider ist aber unsere Hauptkamera mit dem Mikrofon, irgendwie hat da irgendwas nicht funktioniert, deswegen haben wir jetzt nur die Backup-Aufnahmen, aber wir werden natürlich alles untertiteln für euch, damit ihr alles verstehen werdet. Eine der wichtigsten Sachen, die man eigentlich machen kann heutzutage, ist, sich im ehrenamtlichen Naturschutz zu engagieren. Das ist auch mein erster Schritt in den Amphibienschutz gegenüber dem NABU Heidelberg, weil damit hilft man erstmal den Amphibien, die früher einen Straßentod sterben können, über die Straßen drüber, auf ihrem Weg zum Laichgewässer. Das ist erstmal der erste Kontakt. Und dann wiederum kann man natürlich die Naturschutzverbände auch dabei unterstützen, solche Gewässer zu pflegen, ja, auch die regelmäßig zu untersuchen, zu kartieren, um zu gucken, wer ist in den Gewässern drin, kommen die Larven durch. Jetzt haben wir jetzt zum Beispiel ein sehr schönes Projekt, wo wir unterschiedliche künstliche Gewässer haben. Also wir haben in der unteren Ebene haben wir von Energie Baden-Württemberg geförderte Teiche für die Wechselkröte, die auch mittlerweile von anderen Arten halt besiedelt sind. Und wir haben da Folienteiche und wir haben einen Betonteich und die werden zum Beispiel über einen Schlauch bewässert, über eine Grillhütte, die da unten vorhanden ist. Das ist also der Luxusfall, den man haben kann. Dann haben wir in der obersten Ebene damit angefangen, also da war der BUND Dossenheim wirklich super engagiert gewesen und haben dort den Bogenschützenverein, den Ansässigen, gefragt, kann man von eurer Dachfläche Wasser absammeln. Also große Container hingestellt, Wasser abgesammelt und so konnten dann über dieses Regenwasser, über Schlauch, die oberen Teiche dann gewässert werden vom BUND Dossenheim. Das ist eine Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen und der Naturschutzbehörde. Und hier ist es eigentlich super wichtig, wenn man viele Helfer hat, die bei solchen Maßnahmen mit anderen verteilt sich das gut und die Tiere profitieren davon. Also kann jeder praktisch da mithelfen? Jeder kann mithelfen. Und es macht auch wirklich Spaß, wenn man die Tiere sieht, zur Paarungszeit, wenn sie in den Gewässern aktiv sind, wenn sie rufen, balzen und danach später auch die Kaulquappen und auch die ganzen kleinen Metamorphlinge. Das ist eigentlich auch das Beste. Leute, ihr habt jetzt also gesehen, man braucht nicht einfach nur rumzujammern, man kann auch aktiv dabei mitwirken, solchen bedrohten Arten zu helfen. Zum Beispiel, wenn man sich engagiert beim örtlichen Naturschutzverein. Und auf diese Art und Weise haben wir jetzt gesehen, dass es wirklich auch was bringen kann. Und wir hoffen auch, dass die Kreuzkröte weiterhin noch eine Chance hat zu existieren. So, in dem Sinne, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.